Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Das Umweltbundesamt hat sich für einschneidende Maßnahmen ausgesprochen, damit die Klimaziele im Verkehrsbereich erreicht werden können. Höhere Spritpreise, Abschaffung der Pendlerpauschale, massiver Ausbau von Bussen und Bahnen, Tempolimit, Pkw-Maut. Der CO2-Preis sollte demnach ab 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung mindestens verdoppelt werden. Das würde deutlich steigende Preise für Otto- und Dieselkraftstoff bedeuten. Im Gegenzug will das Bundesamt einen sozialen Ausgleich. Es sei die bittere Wahrheit, dass wir im Verkehrssektor viel Zeit verloren hätten und daher nun viele Stellschrauben gleichzeitig bewegen müssten, damit die Klimawende noch gelinge, erklärte der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner. Die Bundesnetzagentur hat nach einem Bericht der Rheinischen Post in diesem Jahr bereits tausende Telefonnummern wegen Abzocke von Verbrauchern mit Verboten belegt oder abgeschaltet. Demnach gingen bislang mehr als 35.000 Beschwerden allein wegen SMS-Phishing-Nachrichten bei der Behörde ein. Darin werde unter einem Vorwand dazu aufgefordert, einen Internet-Link zu klicken, der dann zum Download von Schadsoftware führe. Betroffen waren Mobilfunkgeräte in sämtlichen deutschen Mobilfunknetzen. Die Bundesnetzagentur warnt, nicht auf solche Links zu klicken. Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters kommt in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass bei mehr als 4% der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt. Die Nutzungszeiten bei Spielen und Social Media unter der Woche und auch am Wochenende liegen auch jetzt immer noch deutlich über dem Vorkrisenniveau. Viele Menschen in Europa haben bereits Hass und Gewalt in sozialen Medien gesehen oder sind selbst betroffen. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens HateAid. Unter jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren betrage der Anteil der Betroffenen etwa 50%. HateAid meint, mit dem Digital Services Act, der derzeit verhandelt wird, hätten die EU-Politikerinnen und Politiker nun die historische Chance, klare Regeln zu verankern, um digitale Gewalt zu stoppen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Die Fritzbox von AVM hat das neue Wi-Fi 6 an Bord. Damit erreicht dein WLAN ungeahnte Sphären. Filme in HD streamen, mit Tempo im Internet surfen, mit gutem Ping gamen. Mit Wi-Fi 6 läuft's rund und zwar alles gleichzeitig. Wie das geht? Mit Wi-Fi 6 kann die Fritzbox mehreren Geräten gleichzeitig schnell Daten liefern. Keins muss sich hinten anstellen, kein Ruckler mehr. Und außerdem ist dein WLAN noch sicherer. Mehr Informationen gibt's auf avm.de/wifi6.